Hast du dich schon mal gefragt, weshalb Creeper explodieren, wie Minecraft-Seeds eigentlich funktionieren und wer überhaupt Steve ist? Dann schnapp dir was zu snacken, denn hier kommen 100 Minecraft-Fragen, die sich jeder stellt. Warum explodieren Creeper? Nun, laut meiner Recherche gibt es hierzu drei mögliche Antworten. Erstens, das Verdauungssystem der Creeper produziert eine Substanz, die Schießpulver gleicht, welche dann durch Stress oder eine erhöhte Herzfrequenz entzündet wird. Entschuldigung? Ja. Zweitens, die Creeper sind in Wirklichkeit Pflanzenwesen, welche wie das Torfmoos durch eine Explosion ihre Sporen verteilen. Baby! Oder drittens, der Creeper ist tatsächlich ein Pflanzenwesen, aber die Explosion hat eher den Hintergrund einer, ziemlich fragwürdigen Selbstverteidigung. Bleib von mir fern! Vor allem, weil ja danach nichts mehr übrig ist, was verteidigt werden müsste. Aber ich schätze, wir alle haben so unsere Macken. Was hältst du für am wahrscheinlichsten? Wer ist der bekannteste Minecraft-YouTuber? Ich denke, das hier wird keine Überraschung sein. Aber wenn wir davon sprechen, dass der Main-Content von dem YouTuber Minecraft ist, dann ist aktuell BastiGHG der bekannteste Minecraft-YouTuber in Deutschland. Oder seid ihr da anderer Meinung? Was ist der Unterschied zwischen Zombies und Villager-Zombies? Nun ja, grob gesagt sind Villager-Zombies ursprüngliche Villager, die von einem Zombie infiziert wurden und mit einem Goldapfel oder einem Trank geheilt werden können. Hingegen die normalen Zombies, die schon immer Zombies waren, nicht geheilt werden können. Wer ist der stärkste Gegner in Minecraft? Der stärkste Gegner in Minecraft, wenn es um den höchsten Schaden geht, ist der Ender Dragon. Denn seine Feuerballattacke fügt dem Spieler 30 Sekunden lang kontinuierlich 6 Schadenspunkte zu, was einen Gesamtwert von 180 Schadenspunkten erreicht. Was ist der Unterschied zwischen Java und Bedrock? Ehrlich gesagt gibt es da sehr viele Unterschiede zwischen der Java und der Bedrock-Version von Minecraft. Aber hier sind meiner Meinung nach die 10 wichtigsten. Farbige Schafe haben in der Java-Edition nach dem Scheren wieder optisch ihre weiße Wolle, während sie im Bedrock ihre Farbe behalten. Wenn du einen eigenen Skin erstellst und dabei Pixel wegradierst, werden diese in Java einfach zu schwarzen Pixeln. Allerdings in Bedrock werden diese wirklich gelöscht, sodass man sich damit quasi einen unsichtbaren Skin machen kann. Steve sowie die anderen Standardcharaktere können in der Bedrock-Edition tatsächlich blinzeln. Den Hardcore-Modus gibt es nur in der Java-Edition. Wahrscheinlich, weil es in der Bedrock-Edition zu viele Glitches gibt, bei denen man unerwartet sterben kann. Wenn man in der Java-Edition verschiedene Mobköpfe trägt, kann man sich damit für eine gewisse Distanz vor Mobs verstecken. Und in der Bedrock-Edition funktioniert das leider nicht. In der Bedrock-Edition kann man einen Ofen oder einen Verzauberungstisch einfach so mit der Hand abbauen. Würde man allerdings das gleiche in Java probieren, sollte man schon mal seine Krankenkassenkarte bereithalten. Türen können in der Java-Edition unter Wasser eine Luftblase erzeugen, während das in Bedrock leider nicht der Fall ist. In Bedrock kann man Kessel nutzen, um Kleidung zu färben, indem man das Wasser darin mit Farbe vermischt, was in Java leider nicht möglich ist. Die Blätter in Schneegebieten können in der Bedrock-Edition, wenn es schneit, über eine gewisse Zeit weiß werden. Und zu guter Letzt, die maximale Renderdistanz beträgt in der Java-Edition 48 Blöcke, während sie in der Bedrock tatsächlich doppelt so groß ist. Auch wenn man dafür wahrscheinlich einen PC von der NASA braucht. Gibt es eigentlich Easter Eggs in Minecraft? Ja! Und nur um ein paar zu nennen, wusstest du, dass es in der Java-Version des Spiels einen riesigen Zombie gibt? Und nein, das ist kein Mod oder Texture Pack, das ist wirklich in den Game-Files. Wieso? Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mit Namensschildern können wir in Minecraft unseren liebsten Haustieren entweder einen Namen geben oder sie für ihr Leben zeichnen. Der Startbildschirm von Minecraft enthält manchmal ein paar geheime Nachrichten. Und so zum Beispiel auch den Hinweis, dass Minecraft-Spieler auch gerne mal Terraria ausprobieren sollten. Ist dir schon mal die kryptische Schrift beim Verzaubern von Werkzeugen aufgefallen? Nun, wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um eine Schrift, die sich wirklich übersetzen lässt. Und so kann man zum Beispiel ein Easter Egg entdecken, indem man Elder Scrolls in einigen Verzauberungen rauslesen kann. Im 1.2.4 Update von Minecraft wurden erstmalig Blöcke ins Spiel eingeführt, die über eine Gravur besaßen. Doch
nicht irgendwelche Gravuren. Denn bei genauerem Hinblick erkennt man sofort die verschiedenen Mobs aus Minecraft selbst. Jedes Jahr veröffentlicht Mojang ein Minecraft-April-Scherz-Update, bei dem dann nichts so ist, wie es zu scheinen scheint. Und das meiner Meinung nach coolste April-Scherz-Update war bis jetzt das Update im Jahr 2020. Denn hier konnte man, wenn man ein selbstgeschriebenes Buch mit egal welchem Inhalt in ein Nether-Portal wirft, dann mit jedem neuen Buch in eine völlig andere Dimension reisen. Mit dem Item Replace Command kann man alles Mögliche auf sein Gesicht packen. Und dabei haben ein paar Gegenstände eine besondere Position. So zum Beispiel trägt man einen Knochen im Mund, einen Endstab als Horn, Federn über dem Kopf wie ein Indianer, Leinen wie ein Monokel und Soundtore wie eine Brille. Im 1.19 Update wurden 4 neue, aber geheime Gemälde ins Spiel eingeführt, welche scheinbar die 4 Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde darstellen sollen. Wieso diese im Spiel sind und vor allem wieso man sie bloß mit Commands bekommen kann, ist bis heute meines Wissens nach immer noch nicht geklärt. Zum 10. Jahrestag von Minecraft hatten alle Torten eine Kerze in der Form der Nummer 10 drauf. Und im letzten Easter Egg wurde in Erinnerung an den verstorbenen YouTuber Technoblade sowohl ein Schwein mit einer Krone sowie ein neuer Title-Screen-Text eingefügt. Wer ist der Erfinder von Minecraft? Der Erfinder von Minecraft ist Marcus Pearson. Oder besser bekannt, Notch. Wer ist eigentlich Steve? Steve bist du. Oder anders gesagt soll Steve dich, also den Spieler, repräsentieren. Nun ja, zumindest war das noch so zu Beginn von Minecraft. Aber ehrlich gesagt war Steve auch der allererste Charakter in der Welt von Minecraft. Also schon lange bevor es den Ender Dragon oder Creeper gab. Und lustigerweise stammte Steves eigentliches Erscheinungsbild ursprünglich aus einem Zombie-Spiel, an dem Notch noch vor der Fertigstellung von Minecraft arbeitete. Da aber das Model von Steve so gut in die blockige Welt von Minecraft passte, wurde hier kurzerhand sein Design einfach umfunktioniert. Und lustiger Funfact, das ist auch der Grund, wieso die Standard-Zombies Steve, naja, so ähnlich sehen. Was ist der seltenste Seed in Minecraft? Nun, um ehrlich zu sein, ist es echt schwierig zu sagen, welcher Seed der seltenste ist. Aber hier sind ein paar, die ich bei meiner Recherche entdeckt habe. Im ersten Seed, den ich gefunden habe, haben wir diesen verdammt epischen Berg, der nicht nur recht groß ist, sondern auch sehr viel Charakter hat. Denn neben einem in sich drei aufteilenden Wasserfall, cozy Höhlen mit Indoor-Pools und einem verschneiten Wald, sollte sich ganz unten im Berg noch ein ganz besonderes Geheimnis verstecken. Im zweiten Seed, welcher etwas simpler ist, aber dafür immer noch sehr schön, befinden wir uns hier in einem Kirschbaumwald, umgeben von einem Schneegebiet. Was echt verdammt cool aussieht. Und zu guter Letzt, oder besser gesagt das Beste zum Schluss, haben wir hier im dritten Seed wieder mal ein Berggebilde, welches allerdings diesmal mitten im Meer steht. Wie funktionieren eigentlich Minecraft Seeds? Kurz gesagt ist der Minecraft Seed eine zufallsgenerierte Zahl, aus der das Spiel mithilfe eines Algorithmus die Verteilung der Biome, die Lage von Strukturen, also sowas wie Dörfer, Tempel oder Minenschächte, die Anordnung von Flüssen, Ozean und alles weitere bestimmen kann. Das bedeutet also, die Anordnung sowie der Wert der Zahl bestimmen letztendlich, wie die Spielwelt aussehen wird. Und aber auch dadurch ist es möglich, jetzt bitte einmal festhalten, mehr als 18 Quintillionen verschiedene Welten zu generieren. Was ist eigentlich das Ziel von Minecraft? Nun, ehrlich gesagt, gibt es keins. Also prinzipiell gesehen. Klar könnte man sagen, dass es das Ziel sein könnte, dass man den Ender Dragon besiegen soll, aber technisch gesehen gibt es keins. Was ist die schlimmste Minecraft-Version? Also die bislang schlimmste Minecraft-Version ist definitiv die für den New Nintendo 3DS. Denn nicht nur das mit diesem Mini-Stick die Steuerung absolut bodenlos ist, konnte man froh sein, wenn die Chunks ansatzweise sich an die Laufgeschwindigkeit anpassten oder das Game sich mal nicht aufhängte. Wie viele Minecraft-Versionen gibt es? Insgesamt gibt es 18 verschiedene Minecraft-Versionen. Darunter die Java-Edition, die Bedrock-Edition, die China-Edition, die Pocket-Edition, die Windows 10-Edition, die Gear VR-Edition, die Fire TV Edition, die Xbox One Edition, die Nintendo Switch Edition, die Apple TV Edition, die New Nintendo 3DS Edition, die Xbox 360 Edition, die PlayStation 3 Edition, die PlayStation 4 Edition, die PlayStation Vita Edition, die Wii U Edition, die PI Edition und zu guter Letzt die Minecraft Education Edition, welche eigentlich nur die Bedrock Version ist, die aber mit speziellen Funktionen für Lehrer entwickelt wurde.
Was ist die seltenste Verzauberung in Minecraft? Also, technisch gesehen sind alle sogenannten Schatzverzauberungen besonders selten. Damit sind Verzauberungen gemeint, die man nur finden kann. Also zum Beispiel in Truhen oder durch bestimmte Mobs. Welche Spiele sind so ähnlich wie Minecraft? Also, wenn wir hier von Spielen sprechen, die Minecraft nicht direkt kopiert haben, sondern wirklich nur eine gewisse Ähnlichkeit zu Minecraft haben, dann wäre da einmal Terraria. Ich denke, das hat jeder kommen sehen. Plonk, welches ähnlich wie Terraria und Minecraft ist und ich auch ehrlich gesagt früher echt gerne gespielt habe. The Forest, auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten Blick so sieht, ist The Forest an einigen Stellen sehr ähnlich zu Minecraft. Vor allem, wenn es ums Bauen einer Base geht. Lego Fortnite. Okay, theoretisch gesehen könnte man Fortnite allgemein auch als recht ähnlich zu Minecraft sehen, aber ich denke, Lego Fortnite passt dann doch nochmal etwas besser. Kennt ihr vielleicht noch Minecraft-ähnliche Spiele? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wie alt ist eigentlich Minecraft? Minecrafts offizieller Release war am 17. Mai im Jahr 2009. Und somit ist Minecraft zum aktuellen Zeitpunkt des Videos 15 Jahre alt. Wie groß sind Minecraft-Mobs eigentlich in echt? Für diese Information habe ich mich mal an dem Video von Toobad orientiert, welcher mit einem VR-Headset 9 verschiedene Minecraft-Mobs mit einem Maßband gemessen hat. Die Kuh soll laut Maßband 1,53 Meter groß sein. Das Schwein ist 1,03 Meter groß. Ein Villager ist, und jetzt haltet euch fest, 2 Meter groß. Der Warden soll schätzungsweise 3,13 Meter groß sein. Ein Blaze ist 1,79 Meter groß. Ein Axolot ist 48 cm groß. Und das ist einfach fast so groß wie ein normaler Hund. Ein Enderman kommt einem Warden gefährlich nahe mit 2,82 Meter. Ein Ghast ist unglaubliche 6 Meter groß. Und zu guter Letzt der Ender Dragon, welcher knapp 16 Meter lang ist. Und damit ihr euch das vielleicht mal vorstellen könnt, das ist knapp etwas größer wie ein Standard-Linienbus. Wieso ist alles viereckig? Ich denke, dies war damals einfach eine Designentscheidung, wie man aber auch an den früheren Spielen von Notch sehen konnte. Und noch dazu ermöglicht das blockige Design einerseits eine endlose Kreativität sowie riesige Welten ohne große Leistungsprobleme, da Computer die wiederkehrende Form der Blöcke deutlich einfacher berechnen können. Wieso ist Minecraft eigentlich so beliebt? Ich denke, dadurch, dass Minecraft von egal wem gespielt werden kann und man wortwörtlich, nun ja, alles tun kann, was man möchte, gibt es hier keine geschlossene Zielgruppe. Und noch dazu kann es sowohl problemlos alleine als auch mit Freunden gespielt werden. Und so gesehen auch auf, naja, so gut wie jedem Gerät. Ich meine, man kann es sogar auf einem Taschenrechner spielen. Was ist das größte Geheimnis in Minecraft? Das größte Geheimnis in Minecraft ist wahrscheinlich Herobrine. Wer ist Herobrine? Es wird gesagt, dass Herobrine eine geisterhafte Gestalt in der Welt von Minecraft ist, die wie der Hauptcharakter Steve aussieht, jedoch mit leeren, weißen Augen. Er soll angeblich unerklärliche Dinge in der Welt anstellen, wie zum Beispiel Bäume ohne Blätter hinterlassen oder Tunnel in Bergen graben. Es wird geglaubt, dass Herobrine der verstorbene Bruder von Notch sei, welcher sich selbst nämlich den Namen Herobrine gab. Doch die Entwickler von Minecraft haben immer wieder bestätigt, dass Herobrine niemals offiziell Teil des Spiels war. Und so ist Herobrine ein Mythos, über welches sich noch heutzutage den Kopf zerbrechen. Wieso darf man einem Enderman nicht in die Augen schauen? Also, eine offizielle Antwort gibt es hierauf nicht. Allerdings gibt es zahlreiche Theorien, die besagen, dass Enderman ursprünglich vielleicht mal als Sklaven der alten Minecraft-Zivilisation gehalten wurden und diese dem Spieler sehr ähnlich aussahen. Was hat es mit den gruseligen Höhlensounds auf sich? Auch wenn gruselig, sind die Cave-Sounds rein atmosphärisch und haben keinen eigentlich direkten Hintergrund. Theoretiker besagen aber, dass die Höhlensounds wohlmöglich eine Geschichte erzählen. Denn wenn man sie in der richtigen Reihenfolge abspielt, kann man ganz deutlich einen Unfall in einem Minenschacht raushören. Wieso gibt es eigentlich immer wieder diese Minecraft-Phase? Nun, das ist eine recht schwere Frage, die wahrscheinlich jeder komplett unterschiedlich beantworten will. Deshalb, was ist eure Meinung dazu? Doch, um vielleicht eure nächste Minecraft-Phase etwas spaßiger zu gestalten, solltet ihr euch fragen, was sind die besten Mods für Minecraft? Also, hier ist eine kleine Liste von Mods, die meiner Meinung nach jeder Minecraft-Spieler mal ausprobieren sollte. Damit sich die Welt von Minecraft etwas lebendiger anfühlt, bringt diese Mod viele verschiedene Dekorationen ins Spiel. Sei ehrlich, du hast dich doch bestimmt auch schon öfters mal verlaufen oder suchst nach einer besseren Alternative, als lediglich die Koordinaten zu nutzen. Nun, dann habe ich hier die Lösung für dich, denn diese Mod, ist die Lösung. Mit dieser Mod ist es möglich, Blöcke in vielen verschiedenen Größen zu setzen und somit auch für eine lebhaftere Umgebung zu sorgen. Oder damit dein Minecraft-Haus einfach besser aussieht,
als das deiner Freunde. Wolltest du schon immer mal Glastreppen oder Betonmauern in Minecraft haben? Dann ist diese Mod genau die richtige für dich. Denn nun hast du endlich die kreative Freiheit, mit den Blöcken und vor allem den Variationen genau das zu haben, was dein Herz begehrt. Findest du nicht auch, dass es unbedingt Möbel in Minecraft geben sollte, statt dass wir uns selbst provisorisch irgendwie mal was zusammenbasteln? Dann hast du jetzt Glück, denn diese Mod macht es endlich möglich. Bist du schon mal in Minecraft gestorben? Also natürlich nicht. Aber für den Fall, dass es prinzipiell gelegentlich in der Zukunft unter gewissen Umständen vielleicht mal dazu kommen könnte, empfehle ich dir diese Mod, bei der du nun nie wieder Angst um deine hart verdienten Materialien haben musst. Denn diese werden so lange wie die Welt besteht, sicher hier in diesem Grab aufbewahrt. Naja, oder bis du sie wieder einsammelst. Findest du es nicht auch nervig, dass man Teppiche nicht auf Stufen oder Treppen setzen kann? Dann ist ab heute damit Schluss, denn diese Mod macht es endlich möglich. Findest du das Vanilla-Design von Minecraft auf Dauer nicht auch langweilig? Dann hol dir ein paar Texture Packs. Wobei, ich denke, jeder von euch sicherlich Texture Packs kennt. Aber streng genommen sind das ja auch eine Art von Modifikation. Und was braucht jedes gute Texture Pack noch? Richtig, Shader. Denn mit diesen sieht Minecraft glatt wie ein komplett anderes Spiel aus. Was sind die dümmsten Mods für Minecraft? Natürlich ist es wichtig, neben den besten Mods auch ein paar dumme zu haben, um entweder seine Freunde damit zu veräppeln oder einfach seinen Spaß damit zu haben. Deswegen hier die meiner Meinung nach dümmsten Mods. Nun ja, diese Mod tut das, was... oder wie sie heißt. In dieser Mod sind so viele verschiedene dumme Dinge drin, die aber auch echt lustig sind. Wie zum Beispiel eine Upside-Down-Brille, bei der alles wortwörtlich, naja, auf den Kopf gestellt wird. Ein Kaktusschwert, welches uns Schaden macht, während wir es halten. Ein Propellerhut, der, wenn wir springen, uns höher springen lässt. Und, naja, so viele weitere, dass ich euch ganz gerne noch die Überraschungen lassen möchte. Wie sieht das nächste Minecraft-Update aus? Also zum aktuellen Zeitpunkt wird es demnächst ein Update geben, in welchem ein neues Biom mit einem neuen Monster hinzugefügt wird, was echt cool aussieht. Wird es jemals ein Minecraft 2 geben? Ich denke tatsächlich nicht. Wobei man dies nicht völlig ausschließen kann, wenn man bedenkt, dass sogar Overwatch einen zweiten Teil bekommen hat. Auch wenn dieser kläglich gescheitert ist. Ist Minecraft das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten? Die kurze Antwort? Ja! Denn tatsächlich wurde das Game schon weit über 300 Millionen Mal verkauft. Warum sagen die Villager ständig, Nun, das schließt sich wahrscheinlich daraus, dass es recht schwierig wäre, bei der Beliebtheit von Minecraft für jede Sprache ein paar Wörter einsprechen zu lassen. Und natürlich auch, wenn nicht unmöglich, denke ich aber, dass die Geräusche definitiv die bessere Wahl waren. Und zudem auch echt ikonisch geworden sind. Wurde Minecraft durch Lego inspiriert? Laut einem Artikel von der offiziellen Lego-Webseite scheinbar schon. Denn hier steht, dass Notch schon lange ein Fan der Spielzeuge war und manchmal sagte, sie seien eine Inspiration für die Entwicklung von Minecraft gewesen. Was ist der seltenste Mob in Minecraft? Also, viele würden behaupten, dass der blaue Axolot der seltenste Mod in Minecraft ist. Doch, was wenn ich euch sage, dass das nicht so ganz stimmt? Zwar hat dieser eine Spawn-Wahrscheinlichkeit von gerade mal 0,083%, jedoch ist dieser Kollege hier deutlich seltener. Denn das hier ist ein Villager-Zombie in einer kompletten Diamantrüstung, sitzend auf einem Huhn mit einem Schwert in seiner linken Hand, während er einen Kürbis auf dem Kopf trägt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Mob jemals sehen werdet, liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von... dieser Zahl. Wieso klauen Enderman Blöcke? Hierzu gibt es keine richtige Antwort. Allerdings konnte ich eine ziemlich plausible Theorie bei meiner Recherche finden, die besagt, dass die Endermen die Blöcke aus unserer Welt nehmen, um daraus dann die Endsteine zu formen und so ihre Häuser gebaut haben. Aber was denkst du ist wohl der Grund, wieso die Endermen Blöcke klauen? Soll das Nether die Hölle darstellen? Ja! Allerdings ist dies keine direkte Darstellung der Hölle, sondern mehr eine umgebaute Version davon, die perfekt in das Minecraft-Universum passt. Wie groß ist die Welt von Minecraft? Halt dich fest. Hältst du dich fest? Ja, gut. 60 Millionen Blöcke. Das entspricht knapp 9,3 Millionen Quadratkilometer. Und das ist einfach 24 mal so groß wie Deutschland. Kann man den Ender Dragon mehrmals besiegen? Ja, denn nachdem der Ender Dragon das erste Mal besiegt wurde, kann man ihn ganz einfach wieder beschwören. Das funktioniert, indem man 4 Enderkristalle auf dem Portalrahmen im End platziert. Was ist der beste Weg, um Diamanten zu finden?
Nun, wobei einige darauf schwören, dass man in Unterwasserhöhlen nach Diamanten suchen sollte, raten andere dazu, bei einer Höhe von minus 53 auf die Suche nach Diamanten zu gehen. Was ist aber eure Methode, um schnell an Diamanten zu kommen? Schreibt gerne in die Kommentare. Was ist der schnellste Minecraft-Speedrun? Der meines Wissens nach aktuell schnellste Minecraft-Speedrun liegt bei 7 Minuten und einer Sekunde. Und wenn ich es schaffe, diesen Baum hier in unter 10 Sekunden zu fällen, musst du abonnieren. Okay? Los! Schon, komm schon, komm schon. Ja! Und das waren 6,5! Wieso lieben die Villager Emeralds? Nun, auch hier gibt es wieder keine genaue Antwort auf die Frage. Doch einige glauben, dass es wohl möglich eine Anspielung an die Zelda-Rubine sein könnte. Wie sah die erste Version von Minecraft aus? In der allerersten Version von Minecraft gab es lediglich eine 100x100 große Fläche, auf der man entweder Blöcke entfernen oder setzen konnte. Mehr funktionierte hier noch nicht. Wie viel Geld hat der Erfinder von Minecraft? Halt dich fest, hältst du dich fest? Ja, gut. 1,3 Milliarden Dollar. Aber tatsächlich liegt das nicht daran, dass Minecraft das meistverkaufteste Videospiel aller Zeiten ist, sondern weil Microsoft im Jahr 2014 mit einer Summe von 2,5 Milliarden Dollar den Anteil von Notch gekauft hat. Wird es bald noch neue Dimensionen geben? Wahrscheinlich schon. Auch wenn man es nicht sicher sagen kann, spekulieren nämlich viele Fans, dass im 1.19 hinzugefügte Warden Update ein Hinweis auf eine neue Dimension sein kann. Denn dort, wo wir den Warden entdecken können, kann man ebenfalls auf ein riesiges portalähnliches Gebäude stoßen, welches vermuten lässt, dass der Warden einst durch dieses in die Welt von Minecraft kam. Was ist der Unterschied zwischen Minecraft Legends und Minecraft Dungeons? Also, Minecraft Legends ist grob gesagt ein Echtzeitstrategiespiel, bei dem man seine eigene Allianz aufbaut. Hingegen ist Minecraft Dungeons ein actionreiches Hack-and-Slash-Game, welches mich ehrlich gesagt auch etwas an die Diablo-Spiele erinnert. Was sind die unglaublichsten Dinge, die in Minecraft gebaut wurden? Nun, da wären einige, aber hier ist meine Top 10. Ein funktionierendes Handy, auf dem man wirklich angerufen werden kann. Ein riesiges Spaceship, gebaut aus über 4,4 Millionen Blöcken. Ein funktionierender Taschenrechner. Ein Computer in Minecraft, auf dem Minecraft läuft. Stop-Motions, die Bild für Bild gebaut wurden und nachdem man sie zusammensetzt, eine wirklich einzigartige Animation ergeben. Das legendäre Bild Sternnacht von Van Gogh, welches 1:1 in Minecraft nachgebaut wurde. Ein Bild von der Erde aus der Perspektive vom Mond, welches nur mit Hilfe von Maps erstellt wurde. Eine funktionierende Pac-Man Arcade-Konsole. Und das krasseste zum Schluss, eine 1:1 Nachbildung der Erde. Und damit ist wortwörtlich die gesamte Erde gemeint. Zwar ist dieses Projekt noch lange nicht fertig, allerdings wenn es soweit ist, wirst du tatsächlich sogar dein eigenes Haus auf dieser Map wiederfinden können. Was ist das seltenste Achievement in Minecraft? Das seltenste Achievement in Minecraft ist das Achievement How Did We Get Here, bei welchem man alle Effekte gleichzeitig haben muss. Was ist die dümmste Art in Minecraft zu sterben? Nun, wenn du sehen möchtest, wie jemand das Unmögliche schafft und in Situationen stirbt, die unmöglich scheinen, dann schau unbedingt mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Und ganz wichtig, wenn du aus diesem Video kommst, schreib ich liebe Blöcke in den Chat, damit ich weiß, dass du zu den coolen Leuten gehörst. Habt ihr vielleicht Ideen für ein paar Minecraft-Challenges, die ich mal live ausprobieren sollte? Den Link zu meinem Twitch-Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Können Katzen einen hohen Fall überleben? Ja, tatsächlich nehmen Katzen in Minecraft überhaupt keinen Fall-Damage. Also egal aus welcher Höhe sie fallen. Sind Ghasts Geister? Nein. Was genau sie allerdings sind, kann man aber auch nicht so recht sagen. Es gibt einige Hinweise, die darauf schließen lassen, dass die Ghasts ursprünglich mal Bewohner der normalen Welt waren, bis sie dann scheinbar schließlich ins Nether vertrieben wurden. Was das wohl bedeuten soll? Nun ja, was denkt ihr? Was sind Dinge, die in Minecraft fehlen? Das ist eine Frage, die ich euch stellen möchte. Schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie viele Biome gibt es? Insgesamt gibt es 64 verschiedene Biome in der Welt von Minecraft. Aber hier sind die meiner Meinung nach wichtigsten. In der Oberwelt hätten wir die Badlands, der Dschungel, der Strand, der Birkenwald, der Kirschberghain, der Ozean, der Wald, die Wüste, der neue Gruselwald und zu guter Letzt der Sumpf. Als nächstes im Nether hätten wir einmal das Seelensandtal, der Karmesinwald, das Netherödland, der Wirrwald und zu guter Letzt im End wäre da das Endmittelland, das Endhochland und die kleinen Endinseln. Wieso gibt es riesige Pilze in Minecraft?
Also, die Theorie ist, dass diese wohl möglich eine Anspielung an die Super Mario Spiele sein sollen. Jedoch, so oder so, handelt es sich bei diesen riesigen Pilzen um reine Deko. Was macht man mit dem Ei vom Ender Dragon? Auch das Drachenei ist ähnlich wie die Riesenpilze lediglich ein reiner Deko-Gegenstand. Das bedeutet, zumindest bislang gibt es noch keine wirkliche Verwendung dafür. Wird es jemals offizielle Schießwaffen in Minecraft geben? Sicher verneinen oder bejahen lässt sich dies nicht. Allerdings vermute ich persönlich, dass es eher nicht jemals zu einem offiziellen Schießwaffen-Release kommen würde, da sich die Welt von Minecraft ja quasi im Mittelalter befindet. Was ist der seltenste Fang beim Angeln in Minecraft? Das mag jetzt vermutlich überraschend sein, aber der meines Wissens nach seltenste Fang beim Angeln ist ein Tintenbeutel. Was sind die besten Texture Packs in Minecraft? Ich denke, jeder hier hat so seine persönlichen Favoriten. Deshalb hier meine Top 10 besten Texture Packs und vielleicht ist ja eins für dich dabei. Dieses Texture Pack nimmt den Vanilla Charm von Minecraft und macht ihn nochmal, nun ja, etwas besser. Dieses Texture Pack bringt einen mittelalterlichen Charme in die Welt von Minecraft. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ziemlich cool. Dieses Texture Pack, wie es schon im Namen verrät, überarbeitet komplett das Design der ganzen Mobs, was teilweise einem das Gefühl gibt, als würde man ein völlig neues Spiel spielen. Mit diesem Texture Pack wird die Welt von Minecraft nochmal um einiges detailreicher. Denn nun fühlt sich alles, naja, etwas mehr 3D an. Hast du dich schon immer gefragt, wieso in den Minecraft-Trailern alles immer so viel lebhafter aussieht? Denn nun kannst auch du endlich dieses Gefühl in dein Spiel reinholen, denn mit diesem Texture Pack werden alle Animationen im Spiel nochmal überarbeitet und sehen dementsprechend viel lebhafter aus. Doch, falls dir das noch nicht an Animationen gereicht hat, dann wirst du mit diesem Texture Pack nochmal um einiges glücklicher. Denn dieses bringt für jedes Item im Spiel eine völlig individuelle Animation mit sich, was echt verdammt cool aussieht. Und apropos Minecraft-Trailer, dieses Texture-Pack lässt deine Minecraft-Welt wortwörtlich wie die in den Trailern aussehen und gehört somit auch easy zu den meiner Meinung nach besten überhaupt. Und hier haben wir das wahrscheinlich aktuell beste Texture-Pack, welches wir aktuell bekommen können. Ich meine, schau dir mal die neue Werkbank an. Ist das nicht cool? Was sind die besten Shader für Minecraft? Nun, ich persönlich nutze schon seit Jahren den Shader Complementary Unbound. Und ich finde, es gibt auch kaum einen besseren. Aber was sagt ihr? Was sind die wichtigsten Minecraft-Regeln? Baue niemals den Block unter dir ab. Schlafe niemals im Nether. Töte jeden reisenden Händler, den du siehst. Crafte dir immer nur eine Holzspitzhacke, um dir dann mit dem abgebauten Stein eine Steinspitzhacke zu bauen. Iss niemals Zombiefleisch, außer für das Achievement. Leuchte Höhlen und dein Zuhause immer gut aus. Und schaue einem Enderman niemals in die Augen. Wie sah dein erstes Minecraft-Haus aus? Also, das ist ebenfalls eine Frage, die ich euch stellen möchte. Oh, und meins? Naja, sah ungefähr so aus. Was ist der seltenste Block in Minecraft? Technisch gesehen, auch wenn nicht wirklich ein Block per se, ist ein Stück von einem Nether-Portal der seltenste Block, den ein Spieler besitzen kann. Auch wenn nur mit Hilfe eines Glitch. Wenn wir aber hier von dem seltensten Block in der Welt von Minecraft sprechen, dann ist wahrscheinlich der Schweinespawner der seltenste Block, den wir in Minecraft finden können. Wieso stirbt man nicht bei einem Sprung ins Wasser? Tatsächlich war das nicht immer so. Doch ich denke, aufgrund der Struktur von Minecraft-Welten und es ziemlich nervig wäre, wenn man nicht nur Berge hoch, sondern auch runterklettern müsste, wurde jeder Sprung ins Wasser, bei egal welcher Tiefe, so umprogrammiert, dass man keinen Schaden mehr nimmt. Oder Notch war in Wirklichkeit die erste Person, die einen Wassereimer MLG hingelegt hat. Und apropos Wassereimer MLG, gibt es offizielle Minecraft-E-Sport-Events? Jein. Allerdings bin ich auf ein Video vom Minecraft Education Projekt gestoßen, bei dem Schüler an einer Art E-Sport-Event teilgenommen haben. Was ist der größte Minecraft-Server? Der meines Wissens nach größte Minecraft-Server weltweit ist Hypixel mit weit über 19 Millionen verschiedenen Logins. Was sind die coolsten Minecraft-Server? Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kenne nicht so viele Minecraft-Server, deshalb habe ich hier nur meine Top 3 aufgezählt. Aber falls ihr noch mehr kennt, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare. Als erstes hätten wir hier den Cytoxian-Server. Ich hoffe, dass man den so ausspricht. Denn hier kann man einfach Mario Party spielen. Na, Mann, du dreckiger Bowser. Und als nächstes haben wir gommehd.net. Und ich denke, ich muss hier nicht wirklich viel sagen. Und der meiner Meinung nach beste Minecraft-Server ist dein Minecraft-Server. Wofür ist eigentlich Kupfer gut in Minecraft? Kupfer hat tatsächlich nur zwei Funktionen in Minecraft. Einmal kannst du Kupferblöcke craften, um damit dann Sachen zu bauen, wobei die Blöcke nach und nach oxidieren und grün werden. Oder mit einem Blitzableiter kannst du Blitze von deinen Bauwerken fernhalten.
Das könnte natürlich praktisch sein, wenn ein Haus aus Holz gebaut wurde. Warum haben Creeper Angst vor Katzen? Kurz gesagt, Creeper haben Ailurophobie. Das bedeutet, sie haben von Natur aus Angst vor Katzen. Wobei es auch die Theorie gibt, dass Creeper damals vom ägyptischen Volk, welches Katzen liebte, erschaffen wurden und wenn Creeper Katzen sehen, an die Vergangenheit erinnert wurden, welche scheinbar nicht so toll war. Wieso gibt es Loren in Minecraft, aber keine Züge? Ich denke ganz einfach, dass Loren in Minecraft von der Lore her den Zweck erfüllen sollten, Materialien aus dem Bergbau zu transportieren, so wie diese auch gut zur Mine-Ästhetik des Spiels passen. Also ihr versteht schon, Minecraft? Minen? Es geht um Minen. Und darüber hinaus ist das Redstone-Antriebssystem schon so ausgereift, dass sich ein Zug gar nicht wirklich lohnen würde. Oder was meint ihr? Haben die Gemälde eine tiefere Bedeutung in Minecraft? Tatsächlich schon. Die meisten Bilder sind nämlich verpixelte Kunstwerke des Künstlers Christopher Zeterstand. Wobei hier noch ein paar versteckte Seed-Locations eingefügt wurden. Welches der Minecraft-Bilder ist euer Favorit? Was macht der Bergungskompass? Der Bergungskompass zeigt dir den Weg zum letzten Ort, an dem du gestorben bist, damit du dann dort deine Sachen schnell wiederholen kannst. Naja, bevor sie sich in Luft auflösen. Hast du schon abonniert? Hast du? Wieso lieben die Piglings Gold? Wie jeder weiß, ist das Nether kein besonders schöner Ort. Und jetzt stell dir vor, du würdest hier leben. Also, für immer, versteht sich. Da braucht man doch etwas, worüber man sich freuen kann. Und, naja, Gold funkelt und sieht schön aus. Und da es das auch im Nether gibt, sind die Piglings damit sicher vertraut und nutzen es wahrscheinlich schon seit Generationen, um sich daraus, nun ja, möglichst alles zu bauen, um sich von ihrer tristen Umgebung abzulenken. Daher denke ich, würden dir Piglins wortwörtlich alles für dein letztes Stückchen Gold geben. Aber das ist nur meine Theorie. Was denkt ihr? Was ist das beste Haustier in Minecraft? Ich denke, da hat jeder von uns seine völlig eigene Meinung. Doch ich persönlich war schon immer ein Riesenwolf-Fan. Was ist euer Lieblingshaustier in Minecraft? Wird man zukünftig Holz färben können? Also, wenn ihr mich fragt, denke ich leider nicht. Aber was vielleicht eine coole Idee wäre, wäre eine Art Tapete, die man auf jede mögliche Wand setzen kann, um diese dann zu streichen. Wieso ist die maximale Itemanzahl immer 64? Gute Frage. Denn die typische Gesamtanzahl in den meisten Spielen ist eigentlich immer 99. Doch in Minecraft sieht das ein wenig anders aus. Und auch wenn es dafür keine offizielle Antwort gibt, denke ich, dass dies einfach mit dem Binärsystem zu tun hat. Seht ihr, Computer arbeiten meist mit Zweierpotenzen. Das sind Zahlen, die durch Verdopplung entstehen. Diese Zahlen sind für Computer nämlich leichter zu verarbeiten und deshalb könnte Minecraft die 64 als die maximale Anzahl genommen haben, damit das Spiel eben flüssiger läuft. Ob das am Ende so stimmt, kann ich leider nicht sagen. Aber so hätte ich es bestmöglich erklärt. Was ist das beste Gericht in Minecraft? Ich denke, wenn es darum geht, schnell und viel davon zu haben, sind entweder Fleischfarmen, die jeden Veganer vertreiben würden, oder vegane Getreidefarmen die beste Wahl. Wenn du allerdings fragst, welches Gericht dich länger satt hält, dann ist ein Steak oder gebratenes Schweinefleisch das beste Gericht. Denn es füllt nicht nur die Hungerskala gut auf, sondern gibt dir auch die meisten Sättigungspunkte, was bedeutet, dass du länger satt bleibst und nicht so schnell wieder essen musst. Und für die Veganer unter uns sind aber auch gebratene Kartoffeln eine sehr gute Wahl. Was ist besser, Diamond oder Netherite? Ich denke, dies sollte keine Überraschung sein, aber Netherite ist definitiv das bessere Material. Es hat nämlich eine höhere Haltbarkeit, bietet zudem besseren Schutz und hat sogar die Fähigkeit, extreme Hitze zu überstehen. Welches Biom hat die meisten Gebäude? Ob du es glaubst oder nicht, aber tatsächlich hat die Wüste die meisten Gebäude. Wie lang sind 100 Minecraft-Tage in echt? 100 Minecraft-Tage sind exakt 33 Stunden in der realen Welt. Woher ich das weiß? Nun ja, ein Tageszyklus in Minecraft dauert 20 Minuten. Rechnen wir das nun hoch auf 100 Tage, kommen wir auf 2000 Minuten. Berechnen wir daraus dann die Stunden, also durch 60, kommen wir dann auf die 33 Stunden. Was war dein längster Minecraft-Run bisher? Was ist das bekannteste Minecraft-Meme? Ich denke, jeder von uns kennt Creeper. Oh, man. Was ist der Sinn von den Kopf-Items in Minecraft? Nun ja, man kann die verschiedenen Köpfe entweder als eine Art Deko in seiner Base unterbringen, die auf dem Kopf tragen, um seinen Skin einen neuen Look zu geben, oder sich praktischerweise auch vor bestimmten Mobs zu verstecken. Zumindest in der Java-Version und wenn sie einem nicht zu nahe kommen. Wieso haben die Skelette nur Bögen und nicht noch andere Waffen? Lustigerweise kann man in der Bedrock-Version Skeletten auch ein Schwert geben, auch wenn ich das nicht empfehlen kann.
Wieso greifen die Pillager eigentlich die Villager an? Nun, auch hier müssen wir wieder auf eine Theorie zurückgreifen, da es dafür keine richtige Antwort gibt. Doch laut einer Fantheorie sollen Pillager einst ebenfalls Villager gewesen sein. Jedoch waren es Villager, die von anderen Villagern ausgegrenzt und misshandelt wurden. Und dies führte dann zu ihrem unbändigen Hass, worauf sich dann einige der Villager zusammenschlossen und die Pillager gebildet haben. Wie finde ich ein Minecraft-Girlfriend? Wer hat diese Frage gestellt? Wie finde ich einen Minecraft-Boyfriend? Okay, stopp. Wo findet man Schallplatten in Minecraft? Okay, endlich mal wieder eine Frage, die etwas Niveau hat. Tatsächlich gibt es mehrere Wege, um an eine Schallplatte zu kommen. Entweder kannst du Schallplatten in Kisten finden, die in Dungeons, Minen oder anderen generierten Strukturen versteckt sind. Doch die Chance, so eine Schallplatte zu finden, ist nicht wirklich hoch, jedoch aber auch nicht unmöglich. Doch wahrscheinlich einer der besten, wenn auch aber einer der schwierigsten Methoden, um eine Schallplatte zu bekommen, ist ein Skelett auf einen Creeper schießen zu lassen. Denn wenn ein Skelett einen Creeper tötet, droppt jedes Mal eine Schallplatte. Was sind die schlimmsten Dinge in Minecraft? Ich denke, diese Punkte wird jeder fühlen. Keys beim Minen, Creeper im Haus, nachts auf Erkundungstour und die letzte Waffe geht kaputt oder nach einer erfolgreichen Minentour in Lava sterben und alles verlieren. Können Tiere in Minecraft aussterben? Nein! Keine Sorge, auch wenn du mal etwas mehr Kühe, Schweine oder irgendein anderes Tier in Minecraft tötest, als du es ursprünglich vorhattest, gibt es natürliche Spawnpunkte, die genau dies verhindern. Also viel Spaß beim Schlachten. Kann man seine Haustiere heilen? Ja! Wenn dein Hund zum Beispiel beim Kampf Schaden genommen hat, kannst du ihm einfach etwas Fleisch geben, um seine Gesundheit wieder aufzufüllen. Und das gleiche funktioniert genauso für jedes andere Tier, nur halt eben dann mit dem passenden Futter. Können Tiere in Minecraft ertrinken? Finden wir es heraus. Ja. Definitiv, ja. Was ist das schnellste Fahrzeug in Minecraft? Die sogenannte, das ist wahrscheinlich nicht der offizielle Name, Eisbootsbahn. Oder so. Diese wird in einer geraden Linie aus Eis gebaut, auf der man dann, naja, mit einem Boot fährt. Gibt es in Minecraft Sternbilder? Nein. Leider gibt es in Minecraft keine Sternbilder, wobei dies ziemlich cool wäre. Kann man einen Verwüster in Minecraft reiten? Finden wir es heraus. Und, nein, leider nicht. Wieso haben die Villager so eine große Nase? Damit wir nicht besser riechen können. Schwert oder Axt? Welche Waffe ist stärker? Bei dieser Frage sind sich viele noch nie einig geworden. Doch um diese Frage endlich zu klären, werde ich nun mit einem Netherite-Schwert auf meinen Kollegen hier einschlagen und danach nochmal, nur dann mit einer Axt. Los geht's! Okay, wie es scheint, hat das Schwert insgesamt einen Schaden von 3,5 Herzen verursacht. Schauen wir nun, wie sich die Axt schlägt. Und damit sieht es wohl eindeutig aus, denn die Axt gewinnt hier mit einem Schaden von unglaublichen 5 Herzen. Welche Waffe nutzt ihr am meisten? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Bleibt dein gefärbtes Schaf nach dem Scheren gefärbt? Ja! Denn auch wenn das Schaf in der Java-Edition weiß aussieht, wird die Wolle, die nachwächst, die gefärbte Farbe behalten. Wie lange bleiben Items auf dem Boden liegen, bevor sie despawnen? Also, wenn dir mal was auf den Boden fallen sollte oder du stirbst, was natürlich niemals vorkommt, dann hast du ab dem Zeitpunkt, sobald die Items auf dem Boden liegen, 5 Minuten Zeit, sie dir wiederzuholen, bevor sie höchstwahrscheinlich von diesem miesen Händler geklaut werden. Was ist besser? Bogen oder Armbrust? Ich persönlich bevorzuge definitiv den Bogen, zumal dieser einfach viel schneller schießt als die Armbrust und auch etwas einfacher zu bekommen ist. Aber was bevorzugt ihr? Können Villager ihre Berufe wechseln? Ja! Dazu musst du ganz einfach den Block oder das Werkzeug zerstören, welches sie für ihren Beruf nutzen. Und lustigerweise, wenn alle Arbeitsplätze belegt sind, dann gibt es auch Villager, die, naja, wortwörtlich arbeitslos sind. Wie viele unterschiedliche Blöcke gibt es im Spiel? Also laut meines Wissens gibt es in Minecraft aktuell weit über 700 verschiedene Blöcke. Wie viele Herzen haben die verschiedenen Mobs in Minecraft? Also da es definitiv zu lange dauern würde, alle verschiedenen Mobs hier aufzuzählen, hier die wichtigsten. Ein Huhn hat 2 Herzen, genauso wie ein Schwein, ein Schaf hat 3 Herzen, eine Kuh hat 5 Herzen, eine Spinne hat 6 Herzen, ein Zombie sowie ein Skelett oder auch ein Creeper sowie auch ein Wolf und ein Dorfbewohner haben jeweils 10 Herzen. Ein Enderman hat 16, ein Blaze hat 20 Herzen
Eine Schildkröte hat 30 Herzen, ein Eisengolem 100, ein Enderdrache 200, der Wither 300 und ein Warden 500. Was ist das verrückteste Minecraft-Crossover? Also, Minecraft hatte in den letzten Jahren schon so einige verrückte Crossovers. Doch eines der verrücktesten ist definitiv das Sonic-Minecraft-Minispiel, in dem man mit Sonic, naja, durch ein Sonic-Level läuft, nur halt eben in Minecraft. Ach und apropos Sonic, hier sind noch weitere 100 Fragen-Videos, die dir sicherlich gefallen würden. Klick dich gerne mal durch.